Ja. Ja, Freunde. Das ist eine kleine Runde, die wir heute machen über Paradise Valley. Ich zeige euch mal ein paar schöne Plätze und ich sage euch hier mit diesem Video, ihr kennt mein Lieblingsshirt, mein Therapie-Shirt. So habe ich auch die Wahl in Kernen angefangen mit dem Trike und einem Regenbogen-T-Shirt. Und ja, es hat sich viel ergeben. Das Gewicht hat sich massiv verändert. Ein Kandidat hat immer mehr Glaubwürdigkeit im Laufe der Zeit verloren und die beiden Favoriten haben sich eigentlich als nicht wählbar herauskristallisiert und die beiden nicht wählbaren Bürgermeister, die Nicht-Favoriten, die Dauerkandidaten des Zeitungsverlags, haben sich als die Favoriten herauskristallisiert. Nun hat Herr Erich Ehrlich die Farbe gewechselt und ist aus der Fraktion der SPD raus, weil die SPD die Vereinbarung, dass sich beide Parteien aus der Wahl raushalten oder dass der Gemeinderat sich raushält, hat die SPD ihre Zusage nicht eingehalten und der Fraktionsvorsitzende der SPD hat sich sehr, sehr, sehr für die Kandidatur für den Bürgermeisterkandidaten Pavlovic eingesetzt. Und eben, es lässt sich nicht so trennen, wenn man eben in Funktion eines Amtes ist, ist auch eine öffentliche Zurückhaltung nötig und die öffentliche Zurückhaltung war nicht da in dem Moment, wenn es nicht mehr privat, sondern auch öffentlich geäußert wird, ist man automatisch auch Fraktionsvorsitzender und die klare Abgrenzung hat nicht stattgefunden. Das bedeutet, der Gemeinderat hat jetzt eine neue Mehrheit. Und ich würde empfehlen, rede doch nochmal mit den Herrn Altenberger. Und der Herr Altenberger, wenn er nicht schon eine neue Aufgabe hat, der könnte ja dann für Kernen erstmal den Amtsverweser machen. Ich denke, es ist nicht automatisch oder nicht pflichtergreifend, dass der Gewinner, vielleicht üblich, aber es ist keine Pflicht, dass der gewinnende Kandidat auch Amtsverweser wird. Das kann theoretisch jeder machen und solange die Wahlanfechtung nicht geklärt ist, würde ich den Herrn Altenberger als Amtsverweser empfehlen. Wäre Herr Altenberger als Amtsverweser nicht mehr zur Verfügung, könnte ich seither den Job als Amtsverweser machen und ich würde dann auch einen Untersuchungsausschuss gründen, mit dem ich alles aufdecken würde, dass alles endlich geklärt wird und dass das nicht ein dunkler Sumpf bleibt. Ja, das ist die kleine Runde, erster Teil von Paradise Valley und natürlich mit dem Gruß von unserer Partnergemeinde Paradise Valley, die Partnergemeinde vom Remstal.